Garuda hätte ich noch offen. Okay, warte mal. Dann warte mal, meld uns einmal an. Kann ich dir das irgendwie. Nee, kann ich leider nicht übergeben, leider. Ist das Zenit dann auch? Huch. Ich weiß. Ach so, okay, Zenit habe ich. Wenn es Zenit ist. Das habe ich schon gemacht. Okay. Warte, dann machen wir das so mal. Das können wir. Das können wir tun. Machen tun sollen. Genau. Machen tun sollen ist ja wie dann dieser Weg Richtung. Jo. So, jetzt muss ich natürlich mal wieder gucken. Kaya, könntest du mir einen Gefallen tun? Eventuell. Könntest du mal was googeln für mich? Ja. Und zwar einmal die Windätheriten, also F14 Windätheriten. Warte, wie heißt der Ort hier? Ablatanisches Wolkenmeer. Ich mach also einmal hier. Moment, Wind. Ich weiß nicht, wo der eine sein soll. Ich weiß nicht, wie ich da hochkomme. Also hier steht jetzt. Also hier steht jetzt Windätherquellen, Appalachisches Wolkenmeer. Also, ja, Windätherquellen, genau. Das okay, ist es. Windätherquellen, Heavensward. Quest for the Universe. Platanisches Wolkenmeer, falls das nötig sein sollte. Ich bin hier am verzweifeln. Ja, unten ist es nicht. Da unten ist es nicht. Gut. Ah, hier. Appalachisches Wolkenmeer, Windätherquellen. Dann gehe ich halt einfach nach da. Vielleicht finde ich es von da aus. Also hier steht es vielleicht einmal zum Finden beim Heim des großen Bendu. Hab ich jetzt hier zum Beispiel. Findest du vielleicht eine Karte, wo die Dinger aufgezeigt sind? Ich habe hier ein Bild und ich habe hier so Koordinaten. Also hatte ich, sind das glaube ich. Warte mal. Schick mir einfach mal das Bild auf den ganz WhatsApp. So, oh Gott, das ist ziemlich klein. Ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn ich es dir bei Dings schicke, bei Discord. Hier, das kannst du auch tun. Wäre dann gebe ich zumindest mal die eine Aufgabe hier ab. So, wo bist du denn da? Wenn du mir jetzt noch eben sagst, wie man hier Bilder schickt. Discord, das habe ich noch nie gemacht. Warte mal, du gehst. Ich muss einmal ganz kurz selber rausgehen. Unten auf dem Nachrichten, also wo du deine Nachricht schreibst, ist so auf dieses Plus. Ja. Und da kannst du dann Dateien auswählen. Kommst du direkt in das Dateifenster. Cool. Oder reinziehen. Du kannst auch einfach, wenn du das Bild hast, dann in den Chat reinziehen. So, ja. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Okay, da ist es. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob... Ich glaube nicht, dass es hilft. Das sehen wir. Nein. Das dachte ich mir. Warte mal, vielleicht hilft das. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht privat. Ja, danke. Das sind, wenn das jetzt Koordinaten sind, ansonsten guck hier mal weiter. Das sind Koordinaten. Ich guck gerade, wo die. Also laut Koordinaten wäre es sehr irgendwo. Warte mal, hier weiter runter. Da. So ungefähr. Okay. Was ist denn das jetzt hier? Das ist eher die größere Frage, wie komme ich da hin, wo ich hin will? Ich brauche halt einfach nur entweder eine komplette Map hiervon.
Ja, ich habe hier so viele Karten, aber die heißen einfach alle gleich. Windätherquellen, Heavensward Crystal Universe. Es geht um die letzte Windätherquelle. Ja, um die letzte Windätherquelle im ablatanischen Wirkenmeer. Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Ich weiß nicht, wie ich in das Feld hier reinkomme, wo die irgendwo sein soll. Ich komme da einfach nicht hin. Ich versuche es jetzt auf diesem Weg Richtung. Weil hier war ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Ich bin diese Kacke. Ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Ich schaue mir gleich an, in der Hoffnung, dass ich jetzt hier wenigstens halbwegs richtig bin. Ich kann halt hier nicht fliegen, deswegen ist das so ein bisschen schwierig. Hier ist irgendwie Wolkenmeer, wallende Nebel. Nee, das ist nee, es nee, ja nicht. Ablatanisches Wolkenmeer. Also, ich weiß nicht, nee, wallender Nebel? Doch, wallender Nebel könnte hier sein, oder? Doch, warte mal, wallender Nebel? War das hier nicht irgendwo? Ich weiß es nicht. Wolkenwipfel. Ich hab keine Ahnung. Nein? Ich bin. Ich tick ein Doppel hier. Warte mal, ich. Ich krieg hier echt doch. Bieselotten. Weil ich halt das mal, dass es vielleicht das ist. Ich weiß es aber nicht. Oh, toll. Ein weiterer Kartenabschnitt. Geil. Juhu. So, warte mal. Komm ich da jetzt runter? Was hab ich dich hier privat? Das ist da vorne der Weg. Ich kann sich garantieren, dass das ist, weil einfach nichts Spezifisches beisteht. Alles gut, alles gut. Ich glaube, da komme ich aber trotzdem nicht rüber. Da ist trotzdem Ende. Da ist es trotzdem Sense. Das ist schlecht. Da ist auf jeden Fall Sense. Und hier oben. Hier oben Sense. Nee, da geht's weiter. Boah. Nordwest. Bäh. Ich glaube, ich hab's. Ja? Ich glaube. Ja, das wäre natürlich Bombe. Nee. Ja, ihr habt doch gesagt. Nee, ah, nee, Nordwest, ne? Warte, Nordwest. Warte, Nordwest. Aber pass auf, das ist trotzdem wahrscheinlich genau da. Da wette ich mit dir drum. Wir gucken mal. Kann doch sein, dass es da hinten ist. Wir schauen einfach. Mehr als die Krise kriegen kann ich nicht mehr. Norden, Norden, Norden. Ja, das hier ist nicht Norden. Nee. Ah, Hybrid! Hast du ihn denn? Nee, noch nicht. Nein, noch habe ich ihn nicht. Also, warte mal, ich muss ihn einmal ganz kurz. Also, okay, geht ja auch so. So. Ach, geholfen. Da. War nicht gerade zu blöd. Ja, ich bin gerade zu blöd. Nee, das klappt nicht so. Nee. Nüppidi, nö. Nüppidi, nö. Nüppidi, nö. Oh. Ja. Ich kann auf jeden Fall so auf automatisch folgen gehen. Ja, klappt mir irgendwie nicht. Hm.
klappt's nicht. Nee, klappt nicht. Irgendwie will er nicht. Versuchen zu flüstern, Hand anbieten, Gruppe einladen, Unterkunft teleportieren, Materie einsetzen, Emote markieren, Fokusziel. Hier klappt heute mal so wirklich gar nichts. Nee, klappt nicht. Ach ja. So ein Tag, an dem einiges schief geht. Ja gut, das hat man halt manchmal auch, nicht? Luna, vielen, vielen lieben Dank für deinen Raid. Herzlich willkommen an dich und an alle, die du hier mitbringst. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Stream. Wir haben hier gerade ein kleines Tandem-Problem. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Albträume. Echt? So, warte, ich lade ihn nochmal kurz ein. Der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Also, nicht wundern, wir haben hier so kleine, kleine technische Schwierigkeiten. Nee, ich kann tatsächlich. Warte mal. Dufte ich nicht. Kann ich dich irgendwie. Warte mal, ich löse einmal komplett die Gruppe auf. Dufte ich lade dich gleich nochmal kurz ein. Irgendwie. Ah, okay. Okay, danke. Jetzt. Ach, ja. Das alles wie so ein Kack-Scheiß-Windäther-Blöden-Dingens-Quatsch-Teil. Aber bisher war Outlast nur brutal und nicht gruselig, finde ich. Ja, das ist ja schon mal gut. Ich meine, brutal geht ja. Gruselig ist dann schon wieder so das andere Ding. Ja, okay, ich habe mich hier dumm und dämlich gesucht. Das ist wie so die Nadel im Heuhaufen. Dass ich vorhin nachgeschaut habe, ob es auf Twitch verboten ist. Stimmt. Es gibt ja einige Spiele, die auf Twitch leider nicht gehen. Ich glaube, der Yandra-Simulator ist zum Beispiel etwas, was auf Twitch verboten ist. Das darf zum Beispiel nicht spielen. Gibt es verboten. Ich weiß gar nicht warum. Ich muss den unbedingt nochmal spielen. Mir macht das Ganze auf jeden Fall einfacher, dass ich mich selber suchen muss. Na gut, doch, ich muss die Kamera führen. Aber guck mal, darfst du auch mal wieder beim Taxi mitfahren. Ja, stimmt. Das ist ja auch was Schönes. Das Problem ist halt, ich kann diesen Ätherkompass hier drauf nicht verwenden. Das ist das Schlimmste. Musst du mich einmal ganz kurz absetzen. Warte. Einmal ganz kurz. Ja? Oh. Warte, ich muss einmal vom Reit hier runter. Wie geht das? Wie. Ja, ich muss einmal. Ah, danke. So. Ja, ich bin noch nie selber so. Nordost. Nordost muss ich. Nordost.
Also irgendwo da. Verschwinden den Dog bis später demnächst. Mach das, Luna, und vielen, vielen lieben Dank nochmal. Ciao, Luna. Ich wünsche dir auf jeden Fall, falls wir uns nicht mehr lesen oder schreiben, auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende. Und ja, eine gute Nacht. Das ist auf jeden Fall Mückenkraut. Ich stecke am besten gleich nochmal kurz ab und guck nochmal. Haben jetzt Albträume. Ja, das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. So, und das siehst du, wenn du auf Karte, also hier unten auf Karte Transport und dann Windätherquellen. Dann hast du hier diese Leiste, dieses Feld. Dieses was auch immer. Muss aber hier in der Region sein. Ja. Eigentlich ja. Wie gesagt, es waren 311 Jalm Richtung Nordosten. Warte, setz mich gleich nochmal ab. Ich kann nochmal kurz gucken, wie weit es von hier aus jetzt ist. Also da, wo ich gestanden hatte, also wo du mich quasi abgeholt hast, da war es schon relativ nah dran. Ich weiß nur nicht, ob nach oben oder nach unten. Da war ich nur noch 100 Jalm, glaube ich, entfernt. Okay, 174 Jalm Südwest. Also irgendwo da. 174 Jalm. Also es ist irgendwo in der Nähe. Warte mal. 91 Jalm Südwest. Sind nur noch 91 entfernt. Das da hinten ist auf jeden Fall Mückenkraut. Ich hab's! Warte! Ja, da ist es! Das letzte! Sehr gut. Alter, wie lange hätte ich da suchen müssen? Danke, Hybrid! Alter. Jetzt brauche ich nur noch die Quest. Jetzt muss ich nur noch die Quest machen. Eine einzige, dann habe ich das da auch. Oh Gott. Ist das ein Scheißdreck, ey. Ja, okay, das ist das mit dem Mückenkraut. Ah, da oben ist eins. Dann kann ich nämlich hier auch fliegen. Dann habe ich das auch. Dann habe ich fast alles. Außer. Hör auf, mich anzugreifen. Das travanische Hinterland fehlt mir dann auf jeden Fall noch. Und dann noch ein Gebiet, was ich noch nicht kenne. Das wird wahrscheinlich das letzte Gebiet sein im Addon. Schätze ich mal. Also, dann kann ich. Dufte, ich lade dich jetzt nochmal ein, ne? Dann machen wir Garuda jetzt nochmal. Versuchen das. Da reinzukommen. So. Ich weiß nicht, Hybrid, ob du mit willst. Einmal Garuda schlagen. Weil dann würde ich uns drei anmelden. Wie gesagt, nur wenn du möchtest. Okay, warte, da teleportiere ich mich an. Das habe ich keinen Bock drauf zu laufen. Gut, ich bin dann auch mal raus. Nein! Ja, Rosebud. Muss das. Okay.
Das muss leider. Dir ist aber schon klar, dass du am Sonntag keine Wahl mehr hast, oder? Was denn jetzt? Herr der Ringe oder? Ja, das weiß ich noch nicht. Ja gut, das entscheidest du diesmal. Letztes Mal hab ich's entschieden, diesmal entscheidest du's. Mobben kann ich dich so oder so. Juhu, ja, ich kann fliegen! Das sowieso. Ich kann fliegen! Ich kann fliegen, jetzt dreht sie durch. Ich kann fliegen! Ja gut, euch noch viel Spaß. Ja, dir eine gute Nacht. Dankeschön, euch auch später. Macht nicht zu lange oder auch doch, je nachdem, wie ihr wollt. Ja, so lange wird es heute bei mir auch nicht. Okay. Das wird tatsächlich heute mal ein kurzer Stream. So, warum auch nicht? Ja. Dann, wir schreiben. Ja, das tun wir. Jude Dufte, schlaft alle gut. Ciao. Ciao. So. Jetzt auf Urwara. So. Okay, ich melde uns jetzt einfach an. Also, Hybrid, wenn du mit willst, kann ich dich dann ja nochmal einladen? Oder willst du drinbleiben? Oder willst du mit? Willst du nicht mit? Nicht, dass ich dich da jetzt mit rein. Quasi mit reinziehe und du willst gar nicht. Deswegen. Hast du die Chance kurz, dich mitzuteilen? Irgendwie cool auf diesem Pilz. So ein Pilz, oder? Das ist, glaube ich, ein Pilz. Okay, so. Tenne. Dann mal schauen. Das brauche ich nicht, ne? Meine Heimatinsel. Weiß ich noch nicht. Dann einmal ins... Okay, wir gehen erstmal dahin. Ich find's richtig toll, diese komischen Ätherquellen da zu finden. Richtig Spaß. So, ich kann einmal gucken. Kann ich mir was Neues kaufen? Nein. Ja, aber ich warte noch. Ich warte noch darauf, dass wir Garuda dann fertig gemacht haben. Den kenne ich auch noch nicht auf schwer. Doch, Garuda habe ich, meine ich, sogar schon auf schwer hinter mir. Ja, Ruder habe ich, meine ich, mit Winona gemacht. Mit Winona und bei Garuda haben wir, glaube ich... Wo ist das hier bekommen? Das war das Einzige, was wir gefarmt hatten, meine ich, bei Garuda. Ah, okay. Ja, gut. Dann habe ich mich richtig erinnert. Das war das allererste, was ich gemacht habe, nachdem ich... Questrum fertig hätte. Also die Hauptstory fertig hätte. Meine ich.
Da haben wohl Nona und ich das Mount gefarmt. Weil ich unbedingt das Ding haben wollte. Nachdem du das leuchtende Pony gesehen hast. Ja. Ja. Also sagen wir es so, wir hatten die Hoffnung, dass wir es innerhalb von einer Stunde schaffen. Wir haben es geschafft, innerhalb von einer Stunde. Und ich liebe meinen Mount. Ich liebe es. Mega cool. Gott, ich will die anderen Ponys haben. Ich weiß, ich wiederhole mich. Wo muss ich hin? Südwest. Ach du Scheiße. Südwest. Ich kann hier auf jeden Fall was annehmen. Mal aufgemacht, die Pups wirken zu. Die sind auch cool. Ja. Ja, ich muss Luna noch dazu quälen, zu nötigen, mit mir farmen zu gehen. Zumindest die Ponys. Alles andere kann ich eh noch nicht machen. Bin ich noch gar nicht in der Lage zu. Was macht man eigentlich, wenn man hier runterfallen könnte? Wer hat sich diesen Weg ausgedacht? Wer? Sterben. Die Sterben ist langweilig. Also jeder normale Mensch würde, wenn er nicht eine unsichtbare Wand wäre, wäre einfach runtergepoltert. Das muss man doch mal ein Warnschildchen stellen. So, hallo, Achtung, du könntest runterfallen. Lieber aufpassen. So, ne? Als Warnung, als freundlicher Nachbar. Ich meine, hier ist es ja schon lange nicht mehr unbewohnt, wie es scheint. Einfach ein Schildchen stellen. Man kann ja nicht von ausgehen, dass du direkt eine unsichtbare Wand ist. Nein. Schildchen. Achso, und da kann ich jetzt wieder zurück. Richtung Osten. Südost. Westen. Da! Jetzt ist es! Da hier. Südost.
Nein! Lass mich. Ah, da. So, für die Hauptstory geht's da weiter. Hör auf, mir anzugreifen. Südost. Das ist aber nicht da oben, oder? Das ist da oben, oder? Ja, ich weiß, ich weiß. Ich weiß. 100%ig ist das da oben. Ja, sehr fies. Komme ich da überhaupt rein? Meh. Meh. Mich. Töchchen. Stört sich doch nicht, wenn ich hier durchrenne, oder? Tag, tag. Ey, ich glaube, stört sich doch. Ja, ich hab's verstanden. Wie viele Questen bekommen hat Diana? Ach, da! Ja, Mensch, lag ich doch gar nicht so verkehrt. Das waren noch Zeiten. Südwest. Hm. 300 Millionen Euro frei, wie komme ich da hin? Da komme ich noch nicht hin. Beziehungsweise nicht über diesen Weg. Oder schwer, ja. Ja. Das ist schwer.
Leider. Ja, nee. Weiter mit dem Sammeln. Ja. Es wurde mir bereits zugetragen. Ich heule jetzt schon. Ja, Shiva. Ja, das Problem ist, ich habe Garuda nicht allein gemacht. Also, nicht in der großen Gruppe. Ich habe nur mit Winona gemacht. Ich bin gestorben. Winona nicht. In der Gruppe könnte es relativ einfacher sein. Also einfacher sein. Ich meine, es ist einfacher als Shiva, ja. Kann ich mir vorstellen. Wie gesagt, ich kann es schlecht beurteilen, weil wir sind damals nur zu zweit reingegangen. Weil wir halt direkt gefarmt haben. Ich meine, dafür habe ich wenigstens das Mount gekriegt. Es ist wenigstens etwas. Also, es ist auf jeden Fall nicht ganz so schwer wie Ramu. Wenn ich mich recht entsinne. Also halt auch von den Attacken her. Wird auf jeden Fall lustig. Auf geht's, ja. Also Garuda habe ich damals ähnlich gemacht wie Hybrid und ich gestern Odin. Wie gesagt, wir waren halt nur allein drin. Muss mich jetzt erstmal daran erinnern, wie das überhaupt funktioniert. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ging. Also als ich hier drin war, war ich weit unter 60. Muss ich mal nachgucken. Musik zu meinem Mount. Wir sind noch echt leicht auf Zenit. Das wird jetzt etwas schwerer. Also wie gesagt, vorhin Ramu hat zumindest mir sehr oft sehr viel die Fresse poliert. Wobei Shiva auch. Shiva hat mir auch die Fresse poliert. Garuda, ja, ist für mich schwer zu beurteilen. Wie gesagt, ich bin dann damals sowieso immer gestorben. Ramu war es aber sehr oft nicht dein Fehler. Ja! Das war das, ich glaube, eines der ersten Male, wo ich mal nicht schuld war.
Bei Shiva schon. Ja, bei Shiva war es mein Fehler, das weiß ich. Da habe ich das mit dem Eis nicht gescheckt. Bei Shiva habe ich überhaupt nicht gerallt. Bei Ramu hat es zwar auch nicht so wirklich Klick gemacht, aber ich habe zumindest das dann verstanden mit dem. Mit dem Debuff. Das habe ich dann irgendwann kapiert. Bei Shiva habe ich Scheiße gebaut, das weiß ich. Ist genauso wie bei Midgar-Stormer, da habe ich auch Scheiße gebaut. Und bei Leviathan, damals hat die auch Scheiße gebaut. Bei Titan war ich immer unvorsichtig. Bei Titan war ich unvorsichtig. Wobei heute ging Titan. Heute habe ich Titan mal überlebt. Das Geilste ist einfach, dass ich kein Wort verstehe von dem, was da geschrieben wird. Das ist so. Scheiße, wenn man kein Englisch hat.
Ach ja. Da hat's Bums gemacht, ja. So in etwa. Da haben wir wohl ein bisschen zu tief in den Wind geschaut. Übung macht den Meister. Würde ich sagen.
Ach ja. So schwer war die wirklich nicht. Nee, wenn man weiß, wie es ungefähr funktioniert. War aber auch cool, den Kampf jetzt auch mal entlang zu sehen. Wie gesagt, die letzten Male lag ich tot am Boden und Vonona hat das Ganze gemacht. Und hat für mich quasi gefarmt, weil ich war dauerhaft tot. Ich lag da nur. Hab eine schöne Figur im Sterben gemacht. Hier ist irgendwas? Nee, ne? Ach ja. So, Dufte, musst du noch irgendwas machen? An Innis Dailies. bestimmt. Also ich muss auf jeden Fall meine Dailies noch machen. Das will ich aber nach meinem Klogang machen. Denke ich. Rein hypothetisch. Warte mal, in welche Dailies kann ich mit meinem Heiler eigentlich rein? Huch. Mein Heiler hat nichts mehr anzuziehen. Gott. Okay. So. Ich weiß zwar nicht, warum ich da plötzlich nichts mehr hatte, aber... Naja. Okay, das da. Dailies. Okay. Damit kann ich nur das Gruftsteiger auch machen.